Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles 3. Im letzten Part haben wir gleich zwei weitere einzigartige Gegner besiegt. Einen von beiden haben wir auch durch einen Instant Kill besiegt, ziemlich nice. Und wir haben aber auch die Heldenmission mit Sion ein bisschen weiter vorangetrieben. Und jetzt sollen wir als nächstes dorthin gehen. Das ist übrigens der Ort, wo wir unser Abenteuer quasi begonnen haben. Also hier und dann auch weiterhin noch hier. Das war das große Schlachtfeld, wo wir uns nicht umsehen durften beim Fackelscheinhügel. Und wo wir eben dann direkt nach Kolonie 9 halt gelaufen sind. Da laufen wir jetzt wieder zurück diesen Weg quasi und sollen dann dort die Agnus-Truppen aufhalten. Und hier ist übrigens gleich Action. Die bewachen, glaube ich, den Weg hier, oder? Und ich muss hier kämpfen. Achso, nee, das sind meine Truppen, die stehen in Stellung. Okay, ich dachte, die würden schon kämpfen. Aber die stehen in Stellung. Okay. Aber genau, wir gehen eben jetzt todesmutig voran. Werden vielleicht gleich auf Agnus Krieger auch treffen, mal gucken. Genau, hier sind Stufe 1 Gegner. Eben die ersten Gegner, so ziemlich. Die wir bekämpft haben. Hier dürfte auch, glaube ich, dementsprechend nichts anderes sein. Schätze ich jetzt mal. Weil das ist ja auch ein ziemlicher Schlauch, der Anfang hier. Und ich glaube, hier gab es auch nicht wirklich irgendwas anderes. Auch noch keine einzigartigen Gegner und nix. Deswegen dürfte, glaube ich, passen. Aber trotzdem, hier geht's ab. Anscheinend. We'll be arriving presently. Uni? You okay? Just feeling wistful. This is where we went looking for fortune clovers, isn't it? Oh yeah! You really made a big deal out of that. Did not. Just wanted to wish upon one. All the others laughed in my face. Said I'd never find one here. Everyone but you guys and Zeon. You must remember. You're not the kind of guy who makes fun of people when they're trying their hardest. You help people in need. Listen, I know you've been through all sorts of crap, but you don't know the whole story. Oh, I'm sure. There is no such thing as a traitor who rebels without cause. Be it Kevis or Agnus. You've sent many of my comrades off, Noah. Time and time again, you saved the dead, helped survivors, even me. I know you do not make light of people's lives. So you understand? I do. But I can never be the friend to you that I once was. You don't give a Cetri, do you? I wasn't talking to you, Lance. Excuse me? Maybe we can't go back to the old days. But we can build something new. Leave your platitudes for after. The battlefield awaits. Don't worry. We'll win. No one's dying on our watch. Never again. Time to move. Stay sharp. Okay, wir kriegen das hin. So, Heimatgefühle. Okay, wir laufen weiter. Ich werde sogar mal kurz den Weg schneiden. Wir kennen den Weg ja auch schon. Und wenn nichts mehr passiert, dann sehen wir uns gleich am Ziel. Okay, da hinten stehen sie. Mhm. There's a lot of them. This will be a battle of attrition. We can use the terrain for defensive advantage. First, we need to hurt their morale. Before that, we need to talk. I'll remain here and fight for as long as I stand. That's also part of the plan. It will be a grueling fight. I won't have time to be looking out for possible deserters. Hold on. Are you telling us to find a chance to escape? I never said that. But this battle should be of little importance to you. Fuck's sake, Zeon! Just how rotten do you think we are? I see where you're coming from. But we're fighting on our own terms. We'll be seeing this through. We owe a debt to Colony 9. Maybe it wasn't for very long, but it gave us somewhere to belong. But not anymore.
Just shut it, you. How hard is it for you to accept someone just wants to do a good deed? Hey? Get a clue. Lance, du Wahnsinniger. How often does he need telling not to abandon himself to his feelings? Have you given in? Still, might as well strike while the iron's hot. Okay. Viele Gegner, das heißt Ouroboros. Gleich zu Beginn machen wir einfach mal, warum nicht? So, Fläche. Rums. Sehr schön. Und Fläche. Bam, 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 bam. Und Fläche. Aber das trifft nur nach vorne, oder? Das ist gar nicht die richtige Fläche. Das ist eher so Strahlfläche, aber nicht Rundumfläche, glaube ich. Okay. Dann macht ihr mal auch. Aber ja, die können gar nichts. Machen wir auch mal Heil. Noah braucht sogar ein bisschen Heilung. Okay, perfekt. Und was den anderen Flächenangriff? Der trifft ja auch eher so ein bisschen nach vorne. Hier der Heilangriff, den ich jetzt mache, der trifft ja wirklich überall quasi. Der trifft ja alle Gegner erwischen. Ja. So. Perfekt. Und dann Mio und Noah machen auch noch. So. Daneben? Dein Ernst? Zack. So, jetzt sogar nur noch ein Gegner übrig. Jetzt könnte ich auch Einzelangriffe machen, aber der ist eh gleich tot. So. Wunderbar. Easy. Ach, der kann... Ach so. Ah, das sind ja verschiedene Wellen. Okay, das ist dann doch schwieriger, als ich dachte. Aber schaffen wir trotzdem. Okay, die können schon wieder. Perfekt. Sogar Synchro-Stufe 1 hatte ich. So. Fläche. Alle stehen vor mir so ungefähr. Nice, ich treffe alle. Alter, das macht so viel Damage. Holy shit. Okay. So, runterregnen lassen. Perfekt. Am besten so stehen, dass die alle in einer Linie sind. Ja, komm. Haben wir da jetzt keinen Autoangriff gemacht? Egal. Wahrscheinlich zu weit weg. Wurscht. Die beiden machen sogar automatisch. Das ist gut. Dann macht ihr zwei. Ja, die können noch nicht. Ist auch ein bisschen chaotisch. ich check wieder nur so halb, was hier abgeht. Das war nicht Zeit. Aber ist auch egal. Auch diese Welle schaffen wir nämlich locker. Es ist halt wichtig, dass wir von Anfang an, wenn viele Gegner noch da sind, dass wir dann da gleich Ouroboros-Action machen. Deswegen höre ich es mir jetzt mal mit Noah und Neo noch auf, damit ich es dann gleich machen kann. Zack. Weil da kommen ja noch mehr Gegner. Jetzt 6 auf einmal, oder wie? Ja, das ist schon einiges. Okay. Los geht's. Gleich Ouroboros machen. Und Flächeangriff. Zack. Sehr schön. Und... Die anderen sind ja beides keine Flächenangriffe leider, oder? Ne, das ist auch keiner, genau. Aber der obere ist besser, weil der dauert nicht so lang. Kann ich schneller wieder den seitlichen machen. Okay, machen wir zurück, Mann. Ihr zwei. Ah, können noch nicht. Ihr zwei. Okay. Perfekt. Ah, jetzt ist Sander mir echt weggestorben. Was ist das denn? So. Na, trifft nicht mehr. Okay. Aber Senna und Lance können jetzt wieder Ouroboros machen. Okay. Dann ist Senna auch safe. Sehr schön. So. Und Rums. Wunderbar. Dann brennender Regen. Mhm. Und. Werfe ich jetzt den da hinten auch? Hat das so eine hohe Reichweite? Ja, der ist jetzt hergelaufen dann auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn er da hinten gestanden wäre, hätte ich ihn auch getroffen. Das hat schon eine ziemlich hohe Reichweite, glaube ich. Okay. So, keiner kann Chain Attack machen. Doch, ihr könnt machen. Okay, perfekt. Nicht Chain Attack. Ihr wisst, was ich meine. Ouroboros halt. Chain Attack habe ich ja sogar auch, aber... Das manchmal nicht, weil das dauert zu lange. Und gegen so viele Gegner auf einmal ist ja auch ein Overkill nicht so stark, als wie gegen einen einzelnen Gegner, den man damit nice killen kann. Passt also schon. So, der letzte. Den schaffen wir jetzt auch noch. Perfekt. Puh. What
the spark Ouroboros doing here? I did not sign up for this. Want us to run him down? We aren't here to kill each other. Pull back now, and we won't pursue you. I'll bet you won't. Because you'll be dead. Levnesses. Always keep your ace in reserve. That's how the game's played. Don't falter. We have Kite and the others holding the fort. Yeah. And we'll hold the line here. Whatever it takes. Oh Gott. Dann noch ein Kampf. Okay. Ja, nur dann halt Ouroboros. Hätte ich gesagt. So, los geht's. Rums. Sehr schön. Na, fuck, das war jetzt schlecht. Bam. Okay, das ist sogar gar nicht so einfach, der Kampf. Okay, passt. Ihr zwei. Sehr schön. Ich dürfte alle treffen. Nice. Okay, der ist auch. Der ist ein einzigartiger, interessanterweise. Der Dude. Die anderen sind keine einzigartigen Gegner hier. Also der andere Agnes-Krieger zum Beispiel. Der ist austauschbar. ihr zwei auch. Sion vor allem braucht ein bisschen Heilung. Okay, einer ist tot. Ich habe vier Gegner, echt? Wo ist der vierte? Egal. Zack, zack. Sehr schön. Ah, der einzigartige ist vor allem jetzt schon weg. Ach, da ist auch noch einer hinter mir, habe ich gar nicht gesehen. Okay. Der Testhügel hält auch noch ein bisschen was aus. Okay. Könnt ihr zwei nur wieder? Nee, das soll noch ewig bleiben. Achso, nee, ich wollte zu Leo, genau. Ihr könnt nämlich schon wieder. Ja, mach mal. Okay. Ja, die sind aber sehr verteilt, die Gegner. Deswegen kann ich nicht beide auf einmal treffen. Ja, das ist ein bisschen doof. Dann versuche ich mal zuerst hier den Left Nister oder so zu killen. Wenn der weg ist, dann dürfen wir es eh geschafft haben. Okay, beide auf einmal. Nice. Puh. I'm done. Squad leader's been hit. Pull back. Why aren't you following them? I told you. I don't want needless slaughter. You're soft, rookie commander. Let me tell you something. You don't win wars while keeping your hands clean. You're gonna learn that. The hard way. You'll see. I guess we will. Don't let it get to you. I wouldn't normally, but in this instance, I'm afraid he struck a chord. I believe I said something similar to you in the past. We were sparring with training swords. You won in the end. I did, because you always held back. That's not true. You hated the very idea of fighting. That's how it seemed to me. And back then, I thought you'd never survive with that lofty ideal. I was blind. If we don't stand for something greater, strife and conflict will grow ever fiercer. We would end up fighting not for the flame clock, but for our own bloodlust. That is who we are. It was never going to be easy. Yeah. I'm still trying to figure out what's right myself. But there's something I want to change. And to do that, I have to change myself. Kite and the others pull through, okay? It seems we've averted disaster. For now. Not quite. There's still unfinished business. Zeon, I want you to understand the things we've seen. The truth about the flame clocks. Just let us explain. After that, we'll let you have the final say. As you wish. It also saves us an awkward silence on the way back.
But don't get your hopes up. That's fine. Thank you. I'll round up everyone in the square. But first, to Colony 9. Okay, darf mich also... Einige EP, sehr gut. Ich darf mich also auf dem Schlachtfeld hier doch nicht umgucken, oder doch? Das könnte ich ja auch noch machen, da bin ich schon auch neugierig. Aber so ist dann. Ah, okay, da wird was abgeworfen. Genau, das könnte ich ja machen und wir waren halt hier, nein, nur ganz am Anfang und ich konnte ja hier fast nirgendwo entlang gehen, aber das ist wahrscheinlich ein riesengroßes Gebiet hier. Ich würde mal schätzen, so groß, vielleicht nicht ganz, aber sehr groß auf jeden Fall und da würde ich noch ganz gerne ein bisschen was erkunden, warum eigentlich nicht. Warte mal, Klassen-Dings war gerade, irgendjemand hat Maximum, glaube ich, erreicht. Ja, hier, Tyon nämlich. Nur Tyon? Ja, okay. Dann wechselt er mal. Auf... mächtige Wache geht irgendwie wegen einem Pixel, nicht nur weil da noch eine Haarsträhne von Lance nicht voll ist. Dann mach du mal Schwertkämpfer, dann muss aber mal, dann mach mal Juni doch nicht Ogre, sondern mach sie mächtige Wache. Ja. Okay, passt. Gut. Genau, ich gehe sogar sofort erstmal da hinten, ich bin mir nicht mehr sicher, wie das war. Ob ich da schnell hin muss zu dem Abwurfort. Bin ich jetzt schon so langsam? Nee, da ist der Rote auch noch. Das wurde ja schon mal bei der Ethel-Quest auch erklärt. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was das jetzt genau zu bedeuten hatte. Und vor allem, ob ich halt schnell sein muss, ob ich da ein Zeitlimit habe und ob da dann andere Krieger eventuell dahin kommen können, wenn ich mir zu viel Zeit lasse. Ich beeile mich einfach mal und versuche mal dahin zu kommen. Das ist sogar ein bisschen fernab, das ist sogar an einem Ort, wo ich noch gar nie auf der Karte war, wo ich noch nie zuvor hinlaufen konnte. Aber ja, ich kann hier neue Orte erkunden. Vielleicht kann ich nicht überall hinlaufen, aber ich kann an einige Orte hinlaufen. Und das ist ja auch ganz cool. Kann ich vielleicht neue einzigartige Gegner finden? Neue Container natürlich. Ätherkanäle und alles mögliche. Obwohl die Gegner hier aber zu stark sind, leider. Also wenn hier ein einzigartiger kommt, wird er auch mindestens 40 haben und dann habe ich keine Chance. Der sieht mich nicht. Sehr gut. Okay, let's get it open. Ich bin mir auch nicht sicher, wie das mit den Abwürfen hier ist, ob das gescriptet ist, ob die immer an denselben Stellen kommen oder ob die einfach zufällig random im Spiel kommen. Und ja, das kommt halt auch ein bisschen drauf an, was da für Belohnungen drin sind. Das sind keine einzigartigen Belohnungen, die ich jetzt bekommen habe, also kein Edelstein zum Beispiel. Edelsteine, also die Fragmente da, diese verschiedenförmigen, die dürften ja einzigartig sein. Und da kann ich wegweisen. Und da war nichts davon drin. Deswegen könnte sein, dass die zufällig sind und dass, wenn man an neue Orte hinkommt, dass da immer wieder welche fallen gelassen werden könnten. Aber kann auch doch sein, dass die Anzahl begrenzt ist und es halt immer nur genau an den Stellen gescriptet eben, wo das Spiel will, dass nur da die runterfallen. Das weiß ich nicht sicher. Aber ja, ich laufe mal hier ein bisschen rum und erkunde mal ein bisschen, weil es gibt hier noch eben einiges zu tun. Container, wie gesagt, Wegweisen, alles Mögliche. Ich schau mal, was ich hier so finden kann. Mhm, ein Ätherkanal. Hier ganz am Rand, am Arsch der Welt. Hier, an diesem Ort. Sehr schön. Wird bewacht von diesem Süßi-Pippet-Tier. Das sind ganz süße Gegner. Der greift auch nicht an, oder? Ja, der ist lieb. Kann ich den noch streicheln? Oh, ist der süß. Guckt euch an. Ist er nicht süß? Oh. Okay, weiter geht's. Okay, laut Karte ist... Na, ich wollte gar nicht nach unten. Ist an dieser Stelle ein Container? Achso, muss ich von oben kommen. Ah, okay. Ah, nee, hier ist er. Okay, also, ja, nicht runterfallen. Okay, easy. Man soll da nicht runterfallen. Okay, man soll da eigentlich von der anderen Seite wahrscheinlich eher kommen. Also von hier aus. Aber von der Seite, wo ich gekommen bin, ging's auch. Aha, ein neuer Ort. Da gibt es sogar einige EP. Ja, das sind viel zu starke Gegner eigentlich. Und zwar hier noch weiter, wenn man nach Nordwesten läuft. Dann kommt man hier zu diesem kleinen Lager eben noch. Oder klein ist es gar nicht mal. Aber es sieht auf jeden Fall ziemlich zerstört aus, das Lager hier. Aber ja, das ist eben nochmal ein neuer Ort. Mit nochmal stärkeren Gegnern, Level 60. Aber zwei Container gleich. Kann ich die bekommen? Das wäre natürlich cool. Ist aber auch schwer. Weil ich muss da wahrscheinlich hochklettern und die werden halt von den Gegnern da bewacht. Oh, einfach so eine Nebenquest. Schlachtfeld für Ronis Wrack. Wrack vor allem. Wrack. Okay.
Was muss ich da tun? Ach, die Gegner besiegen, oder wie? Ja, okay, das, nee. Das kann ich eher nicht machen. Ich kann mir vielleicht aber die Container holen. Glaube ich auch nicht, dass es geht. Aber ich kann es mal probieren. Ich mache einfach mal... Ach nee, die stehen hier einfach rum. Okay. Ich dachte, die wären oben. Ah, was? Ja, da brauche ich erst eine andere Fähigkeit, oder wie? Okay, das ist ja blöd. So, nur mal kurz, geht das theoretisch? Schon, ja. Okay. Und hier muss ich halt dann wieder Ether hergeben und so. Das, was wir auch mit dem ersten Wrack gemacht haben. Aber hier, ich musste eben die Gegner dafür besiegen und nee. Das kann ich eher vergessen, glaube ich. Na gut. Okay. Und hier westlich von dem Wrack, wo auch die ganzen Gegner waren, ist noch ein Ätherkanal. Ich glaube, diese Gegner hier, die sind eigentlich nett, die greifen mich nicht an. Aber hier, Elite-Gegner würde mich schon angreifen. Auf den muss man ein bisschen aufpassen. Aber habe ich trotzdem bekommen. Schöner Himmel übrigens. Und ich kann hier auf der Seite noch zu einem... Also hier, das wird noch nicht angezeigt, aber hier ist ein Container. Das habe ich schon auf der Karte gesehen, auf der Minimap. Und ich muss dafür hier von oben eben hingelaufen kommen und diesen Weg jetzt noch entlang gehen. Das mache ich mal kurz. Okay, interessant. Hier liegt ein alter Kopf rum mit einer alten Flammenuhr, die auch quasi komplett leer ist. Interessant. Also ja, ein großer Schrottplatz ist das hier irgendwie auch. Aber gut. So, jetzt der Abschnitt hier, der ist ziemlich zerklüftet. Das ist auch gar nicht so einfach, hier entlang zu kommen. Aber ich bin, glaube ich, auf dem Weg zum Container. Wir haben den auch schon gerade eben kurz mal leuchten sehen können. Oder bin ich jetzt sogar zu weit unten? Warte mal, wenn ich jetzt hier weiter entlang gehe. Ja, ich bin zu weit unten. Ich müsste noch höher. Moment. Ich muss noch mehr von außen, glaube ich, kommen. Genau, ich muss da ganz außen bleiben. Das ist ja ganz schön, dass auf der Karte auch die... auch die Höhenlinien eingezeichnet sind. Also ich muss ganz außen bleiben und dann nach oben gehen. Ja, wartet. Leute, ich bin stuck. Ich bin hier in diese kleine Lücke reingelaufen. Ist auch sehr, sehr eng hier. Mal ganz klaustrophobisch. Und ich konnte irgendwie rein, aber ich komme jetzt nicht mehr raus. Was zum Teufel? Ich musste jetzt tatsächlich per Reisepunkt raus. Und das ist ein ewig weiter Weg hier hin. Ich muss den Weg jetzt nochmal laufen. Na gut. Und das alles für diesen Container hier. Aber da ist einiges drin. Viel Geld, einige Edelsteine. Na gut. Okay. Und den Weg weisen kann ich ja auch noch. Ist natürlich nicht so einfach. An dem vorbeizukommen geht noch, aber dann die ganzen Gegner, die Mücks, sind ziemlich im Weg. Das wird auf jeden Fall schwer, mich an denen allen vorbeizusneaken. Naja, der dreht sich gleich um, der Rechte. Wartet. Senna, geht's dir gut? Senna, was tust du? Okay, sehr gut, perfekt. Ah, was? Scheiße. Ja, verdammt. Nee. Na also. Das checken sie jetzt nicht, die Gegner. Übrigens, das habe ich schon vorhin gesehen, der da hinten ist noch ein einzigartiger. Aber 59 hat er. Ja. Wollte ich euch nur auch noch wissen lassen. Und das dann, glaube ich, auch schon sogar, ja ist gut, das letzte, was es hier zu erkunden gibt. Ich glaube, alles andere habe ich jetzt hier erstmal gemacht. Es gab hier auch gar nicht so viel. Tatsächlich. Und ich war, ja, da war ich noch nicht. Ganz im Eck auf der Map. Das ärgert mich ein bisschen. Gehe ich da noch kurz hin? Der Vollständigkeit halber. Ja. Okay, hier kann man sogar noch klettern, dann später. Dann ist da doch noch ein bisschen mehr. Autsch, das tat weh. Okay, da komme ich da sowieso noch nicht überall hin. An der Stelle. Das heißt, da kann ich die Karte noch gar nicht ganz aufdenken. Genau, weil hier oben ist dann auch noch was. Okay. Aber ja, dann passt ansonsten erstmal. Ich glaube, alles andere haben wir dann jetzt hier erkundet. Die Quest da oben kann ich eben nicht machen, das kann ich vergessen. Und sonst gab es hier gar nicht mal so viel, aber haben wir jetzt hier auch alles gesehen, erstmal. Okay. Muses are quite striking. Do they really grow from her head? I can tell I'm being watched. He must be very wary of me. What the fuck? Was war das denn für eine random conversation? Sehr interessant. Okay, wir sind gleich wieder da in Colony 9. Ich konnte mich auch leider nicht hierhin warpen. Ich musste den Weg wirklich zurücklaufen.
Und das war schon, abgesehen vom Gespräch gerade eben, ein bisschen awkward silence. Wäre cooler gewesen, wenn da es mehr Gespräche gegeben hätte oder wenn ich mich hin hätte porten können. Aber egal. Passt. Ach, echt? Hier war ich sogar noch nie. Ich könnte sogar erst im nächsten Part eigentlich die Quest abschließen. Können wir sogar, ist sogar ganz cool, können wir in diesem Part noch uns ansonsten ein bisschen umsehen hier in Kolonie 9. Obwohl es wahrscheinlich besser wäre, das danach zu machen. Weil wenn ich die Flammen nur zerstört habe, kann ich wahrscheinlich mehr Dinge machen in Kolonie 9. Aber Kantine können wir ja auf jeden Fall machen. Ich habe ja auch gerade keinen Essenseffekt mehr. Und das ergibt mir erhöhte Klarpe. Das ist ziemlich gut. Ja, machen wir. That's good. Is everyone finished? Mhm. Bohnen, ja, Polter. Sehr schön. Und Drachenpalmbohnen kann jetzt Manana auch kochen. Wunderbar. Nothing left behind? Okay, let's go. Okay. Das wäre sogar besser gewesen, wenn ich das davor gemacht hätte, vor den ganzen Kämpfen. Das wäre vielleicht ganz schlau gewesen. Aber egal, zu spät. Jetzt bin ich da. From the sidelines, and I must say, it was quite a spectacle. In what way? Beg pardon. I forget. You drones have no aesthetic sense. Your drill skirmish was one thing. It almost put me to sleep. But this here? Well, I'd say the colony is due a promotion. I recall no droll skirmish. The one where these maggots serviced. Loathsome little worms plotting together with Agnes, then deserting their duty like the cowards they are. Truly disgusting. A disgrace to the colony. And that goes for the ones who croaked for nothing, too. Even calling that droll is a disservice to the work. Croaked for nothing? I know you see us as enemies, but this... It's our friends you're talking about. Even Wamba. Back then... How dare you! Silence, maggots! You must still be tired from fighting. Rejoice then! You will give me great pleasure as I crush you. What do you think you're doing? The words of an idle man who orders others around. Or the words of rebels who risk their lives for us. Which do you think is worth more? Silence! This is insubordination. Tja. Mhm. The maggot that feasts on our dead. That will be you. Yeah. To live. That is why we fight.
Prepare yourself! Console B! Why, you? You good for nothing, imbecile! All defectors must be eradicated! Zeon! Yes. Let's go! B. Ist eigentlich echt das gesamte Alphabet vertreten? Aber es tut mir leid, ich muss wieder einen Cliffhanger machen. Entschuldigung. Denn ja, ich würde sagen, das war's hier für diesen Part von Let's Play Xenoblade Chronicles 3. Beim nächsten Mal werden wir dann die Heldenmission mit Zion abschließen. Ich bin sogar wieder hier. Und ja, da hinten, ich werde halt dann wieder hinlaufen, ne? Und dann, der wartet ja freundlicherweise wieder auf mich. Und dann beim nächsten Mal werden wir bekämpfen und wie gesagt, die Heldenmission abschließen und dann die Klasse von Zion auch hoffentlich erhalten. Gut. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.